Und wenn Sie jetzt irgendwo an der Stelle merken, Sie brauchen Unterstützung, von wem bekommen Sie denn die Unterstützung? Also wenn, dann denke ich, würde ich schon sagen, von meiner Familie. Und ja, sie haben auch gesagt, also sie haben an mich geglaubt und haben halt auch gesagt, ich darf alles, ich darf auch alles können, aber ich muss halt auch nicht alles können. Ja. Auch wenn ich es halt auch nicht jetzt gleich sofort kann, naja gut, dann kann ich es vielleicht den nächsten Tag oder den übernächsten Tag. Aber sie haben an mich geglaubt und das finde ich sehr, sehr schön. Ja? Das finde ich schon irgendwo ganz, ganz toll, ja. Was würden Sie gerne den zukünftigen Lehrkräften noch mit auf den Weg geben? Ja, also da würde ich sagen, also das, was ich halt selbst halt alles so gemacht habe, ich habe ja eigentlich ja viel auch alles machen können und halt, habe ich auch vieles halt auch geschafft. Und wo ich mir da wirklich was drauf bauen kann, das habe ich schon oft halt auch viel in so Interviews halt auch gesagt, vor der Kamera eigentlich auch. Was mir halt schon halt irgendwo wichtig ist, dieses Rechnen, Schreiben, Lesen. Ja, da kann ich schon was drauf bauen, also dass ich das dann natürlich halt auch können darf. Und ich finde, da hat man halt auch viel mehr Lebensqualität und man ist selbstbewusst und man kann sich dann auch viel besser zurechtfinden, finde ich. Und ja, durch dieses Rechnen, Schreiben, Lesen, da kann man schon viel drauf bauen, also für sein ganzes Leben lang. Und das würde ich mir natürlich halt auch für die anderen wünschen, dass man einfach selbst einfach sein Ding macht, seinen Weg macht und dass man halt auch tapfer ist, auch für das sein ganzes Leben lang und dass man halt einfach auch praktisch halt einfach die Leute halt einfach reden lässt. Man geht einfach seinen Weg und halt, dass man halt nicht die ganze Zeit halt für sein ganzes Leben lang halt traurig ist, halt Kopf hoch und es wird dann auch irgendwann und ich denke, was ich halt mir auch irgendwo wünschen würde, dass man halt nicht von anderen Leuten sagt, was man nicht kann, von sogenannten Fachleuten, dass man sie einfach reden lässt, dass man seinen Weg geht und dass man sie einfach reden lässt. Dass man halt auch sagt, erstens, als zum Beispiel auch der verstorbene Bundespräsident gesagt hat, wie zum Beispiel, es ist normal, verschieden zu sein. Und unsere Welt wäre ärmer, wenn es gar keine Menschen mit Behinderung und Down-Syndrom mehr geben würde. Und deshalb würde ich halt anderen auch mit auf den Weg geben und halt auch, und so sagen könnte, mir auch denen auf den Herzen geben. Geht einfach euren Weg, macht einfach das, was ihr könnt und ja, geht einfach euren Weg und lasst euch nicht von Fachleuten anregen, was man nicht kann.